Wir befinden uns jetzt hier in Niederfellendorf. Das ist bei Streitberg. Und schauen uns heute die Burgruine Neideck und danach die Neideckgrotte noch an. Jetzt ging es erstmal bergauf. Da stehen unsere beiden nächsten Ziele dran, Ruine Neideck und die Neideckgrotte. Und da geht's rauf. Müssen wir auch noch ein paar Stufen nach oben. Über einen Trampelpfad in Richtung Ruine. Das sind die Artillerietürme. Informationshäusel, das werden wir uns mal genauer anschauen. Und dort drüben. Und hier sieht man den Wohnturm in der Ruine. Zuerst da hoch und dann werden wir uns hier noch weiter umsehen. Jetzt besteigen wir noch den Wohnturm. Da haben sie ihn ausgeschissen. Ein herrlicher Blick
über die Fränkische Schweiz. Sieht man jetzt die Burgruine Streitburg. Gleich links daneben sieht man das Kassenhäuschen von der Binghöhle. Und noch weiter links daneben ist der Prinz Ruprecht Pavillon über Streitberg. Da unten sieht man die Wiese. Zisterne zur Wasserversorgung der Burg. Hier stand mal der Bergfried. Hier die Kapelle. Und das ist der ehemalige Wohnturm der Burg. Und jetzt schauen wir, was hier noch gibt. Da hinten steht ein altes Schild, wo Burgruine Neideck draufsteht. Und hier ist wahrscheinlich die Knutschecke. Hier war mal der Stall. Hier war mal der Küchentrakt. Wenn man da runter schaut, das war mal der Lagerkeller. Wir kamen über die Brücke und jetzt schauen wir mal noch, was da unten ist.
Und hier sieht man nochmal Streitgeld. Hier sieht man auch noch einige Mauerreste. Hier sieht man die Schildmauer. Sie diente damals zur Verteidigung der Burg. Vorhin kamen wir von rechts, dann gingen wir nach links und so hatten wir eine schöne Runde über die Ruine. Jetzt geht's weiter zum nächsten Ziel. Jetzt gehen wir zur Neideck-Grotte. Circa 300 Meter entfernt. Ziemlich rutschig hier alles. Jetzt haben wir es gleich geschafft. In der Neideck-Grotte und schauen uns die mal von innen an. Ein Stück kann man auch hineingehen. Da ist eine Schiene drin. Auf der Sitterung. Auf Sitter vorne. Da kommen Wurzeln. Das ist ein Berg. Das komische Getier fliegt hier auch umeinander.
oben gab es auch noch eine kleine Höhle zu sehen. Der Weg war sauglatt, also gut festhalten. Da oben waren wir gerade. Zurück auf gleichem Weg zum Parkplatz. Jetzt sind wir wieder unten und wir hoffen, euch hat die Tour gefallen. Unsere Tour endet hier. Wir sind wieder zurück an unserem Parkplatz. Bis bald.